Dario Trost von Havana Shots, das Heimturnier hier in Bier erfolgreich absolviert. Wie ist das Fazit? Ja, wir sind sicher zufrieden mit dem, wie es abgelaufen ist hier in Bier. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ansonsten haben wir eigentlich, sind wir zuversichtlich, dass es gut und allen gepasst hat. Jetzt steht das nächste Turnier schon bevor, in Emmen, bei Luzern. Dort haben wir zuerst Bien Hatchets. Wie tust du die Mannschaft einschätzen? Ja, Bien Hatchets ist sicher nicht zu unterschätzen. Wir haben sie auch im Cup Viertelfinal vorher wahrscheinlich noch, weil es vom Termin her muss reinpassen. Aber wir schauen da eigentlich nicht darauf, wer Gegner sind. Wir gehen das von Spieltag zu Spieltag neu an. Also das Gleiche auch bei Lyrian. Das ist auch ebenfalls eine neue Mannschaft. Es ist auch eine neue Mannschaft, aber wir haben da Zuversicht von unserem Team und haben eine starke Mannschaftsleistung, haben 15 Leute, die überzeugen. Ich glaube, wir müssen nicht wirklich jemanden fürchten. Aber es ist schon speziell gegen den Michi Furlan spielen, oder? Das ist auf jeden Fall speziell, aber wir kennen ihn ja gut als Ex-Präsident von uns. Jetzt spielt ihr gegen Tatchets ganz am Morgen früh, also das erste Spiel, dann gegen Illyrian das letzte Spiel am Abend. Was hast du persönlich lieber? Am liebsten eigentlich schon eher gegen den Abend, weil am Morgen mit der Anreise und so ist es noch mühsam. Aber Emmen ist ja nicht so weit weg von uns, also wird das sicher auch drin liegen. Jetzt ist im Moment in der Tabelle haben die Scorpions ganz vorne und ihr sind Zweite auf der Verfolgung. Wie siehst du das Duell? Wird das auch am Ende der Meisterschaft das entscheidende Duell sein? Ich denke, da wird in Lausanne ein entscheidendes Spiel sein, wenn wir gegen die Scorpions spielen. Also alles Gute, ich nehme Messi, Dario Trost. Messi.